Viel leichter als es aussieht. Ich krieg bloß die Steuerung nicht gebacken. Krieg meine Tastatur noch nicht gesteuert. Ist jetzt hier und jetzt hätte ich den durchfahren müssen. Na komm. Und jetzt hier weiter. Den hier noch ausschalten, das wäre es gewesen. Da muss ich mal Maus drücken. Voran. Gut sieht's aus. Maustaste, Maustaste. Hätten wir durchfahren müssen. Na komm, na komm, na komm. Ach, Dreck. Dreck, 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 Dreck. Der eine war es noch. Das hätten wir fast geschafft. Ich bin kein Pro-Gamer. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Oh nein, den hätten wir durchfahren müssen. Hätten wir Vorsprung gehabt. Jetzt haben wir eine Sekunde Zeit. Es gibt bestimmte Stellen, an denen man die ausschalten kann. Sehr gut. Und hier noch dich. Das war blöd. Das war auch blöd. Sind wir gleich am Ende. Der letzte kommt rein. Versuch mal bei den Kurven weniger Gas zu geben, dann müsste es gehen, glaube ich. Ja, bei den Kurven muss ich gerade Gas geben. Ich muss halt kurz stehen bleiben, um die zu steuern. Oder ich krieg das so gesteuert. Ich muss halt die Maustaste mit dem Daumen steuern. Das ist halt schwierig hier. Dark. Jetzt gebe ich gar kein Gas mehr. Und voran. Richtig durch. Ich stelle mich blöd an. Was ein Krampf. Ein wortwörtlicher Krampf. Ich hab's schon in den Händen. Jetzt. Chance nutzen. Und zack. Und zerstör dich. Jetzt. Den hätten wir ausschalten müssen. Es wird nie was. Ja. Kleiner Vorsprung. Maustastatur-Action. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Sehr gut. Geschafft dazu. Das war eine Nummer. Wie gesagt, das sieht alles leichter aus als es ist. Sieht alles schwerer aus als es ist. Bachablösung und eine Spitze. Sieht alles immer so schwer aus bei mir. Ist alles leicht. Ich tue mich bloß immer. Stelle mich blöder an, als nötig ist. Geht viel professioneller. Geht immer viel professioneller. Greenschnabel. Hier ein bisschen Feuer legen. Und dann geht's runter. Man kann das immer besser machen als ich. Obwohl mir wurde auch schon gesagt von jemandem, der mal im Stream mit dabei war, dass er schlechter ist als ich. Also, ich bin wohl schon. Also, mir wurde schon so gesagt.
Man kann es auch schlechter machen. Ich bin nicht der Schlechteste. Das ermutigt mich. Snape ausschalten. Und jetzt mal weiter hier. Oh, da kommt schon der Nächste. Ich werde hier gleich noch sterben. Bringen wir uns in Sicherheit. Wieder so, so ein Weg. Ordentlich. Und jetzt hier. Na, komm. Rein damit und abhauen. Turm zerstört. Ne, den Turm nicht, die Sniper. Hui. Und weiter geht's. Oh, der Fährmann schon wieder. Der Charon, so heißt er, glaube ich. Hallöchen. Oh, sieh mal einer an. Du schon wieder. Der Geizhals, der sich zu fein ist, dem Fährmann Trinkgeld zu geben. Diesmal hat niemand für dich im Voraus gezahlt, Jack. Ich hoffe, du hast ein wenig Kleingeld dabei. Klar doch, wie wäre es mit einer Fünf-Finger-Vergütung in deine Fährmannsvisage? Aber ein kleiner Grazfahrt würde mir auch gefallen lassen. Gänzke Jack ist wirklich zutreffend. Nun denn, bringen wir dich mal auf die andere Seite, aber das kommt auf deinen Deckel, Jack. Okay, mitfahren. Jetzt gibt's wieder eine spannende Fahrt. Hält euch gut fest. Ah, jetzt muss ich hier wieder. Verstehe. Der Sack dreht wieder das Boot um. Ja, das braucht jetzt erst einmal ein paar Versuche. Na komm. So. Den kurzen Krähenschnabel nehme ich natürlich mit. Und sterb dabei. 190 Tode. Bald haben wir die 200 voll. So, den Krähenschnabel haben wir jetzt. Oh wei. Das noch überleben. Gleichzeitig auf den Sniper achten und gleichzeitig im Boot bleiben. Ja gut. Den Krähenschnabel müssen wir nicht nochmal einsammeln. Den haben wir jetzt, auch wenn wir tot sind. Verdammt, dumme Sniper hier. Einer weniger. Gibt's Heilungspunkte? Sehr gut. Wir müssen umsteigen. Zeit von Bord zu gehen. Jetzt kommen die Geisterpiraten hier wieder. Die Skelette. Verlorene Seelen. Na komm. Auweia. So, hier links. Da mal rüber. Ach so, hier. Hier geht's links. Schiff wartet nicht. Hier mal weiter. Kanone zerstören. Wird Zeit von Bord zu gehen. Wie jetzt? Was so? Ich muss da wieder mitkommen.
Das habe ich, glaube ich, verkackt. Da hätte ich dort einsteigen müssen. Okay, wo bleiben wir jetzt? Wo starten wir wieder? Ganz von vorne? Zum Glück nicht. Zu hier entlang. Dort hinten müssen wir einsteigen. Ganz die Ruhe. Der braucht eine Weile. Es ist Zeit, von Bord zu gehen. Wenn du meinst. Jetzt bin ich wieder an Bord. So. Weiter geht's. Die Krähe kann mir ein bisschen helfen. Am effektivsten aber mit der Waffe hier im Nahkampf. Die lenken uns nur ab, die bringen keinen Schaden. Lenken wir ab. So, hier mal trinken. Sind wir angekommen? Speicherpunkt. Wir sind angekommen. Das ist deine letzte kostenlose Fahrt gewesen, du Kreiskragen. Alles klar. Und weiterhin im Kriegsgebiet. Und weiter auf Sniper. Weiterhin Sniper auf den Türmen. Die uns hier anvisieren. Überall am Kämpfen hier. Wir werden von allen Seiten angegriffen. Gegenstapel, den wir uns vorher schon geholt haben. Du hast noch viel zu lernen, junger Hüpfer. Ich weiß. Waren wir hier nicht schon mal? Er ist bekannt vor. Doch, hier waren wir doch schon mal. Und hat er uns zurückgebracht. Können wir es abbrechen hier? Nee, können wir nicht. Ach, Dreck, muss den Mist schon wieder machen. Nee, aber das ist eine andere Sache. Das andere war höher. Das war größer. Wir müssen die Kollegen hier hochbringen. Nein, der fährt halt immer wieder runter, wenn wir nicht treffen. Verdammt. In der Sekunde, wo wir nicht treffen, fährt er wieder nach unten, wie ihr seht. Mit Hüpfen würde das angeblich gehen, aber... Verdammt. Da brauche ich jetzt hier erstmal wieder ein bisschen. Wir dürfen eigentlich keine Pause machen, weil sonst fährt er wieder runter. Die Steuerung. Mit der Steuerung nicht klar. Steuerung schuld. Ja komm. Hau den Lukas-Prinzip. Wir müssen ihn oben zum Andocken bringen. Verdammte Scheiße. Jetzt bin ich konzentriert hier. Jetzt ist er wieder unten. Kann man nur schaffen, wenn man schnell alle und keine Pausen macht und immer am richtigen Punkt steht. Nein, ich darf eigentlich keinen verfehlen. Jetzt muss es weitergehen, jetzt hier ist jetzt keine Pausen hier. Wir sind schon auf der Hälfte. Na komm jetzt hier. Die sinkt zum Glück relativ langsam. Wenn wir lange Zeit keinen bekommen, dann ist dann hier halt ein paar Sekunden keinen bekommen, ist halt vorbei.
Wenn eine Minute kennen bekommen, ist er halt wieder unten. Eigentlich ist es ja halbwegs fair hier. Na komm. Die Hälfte haben wir schon jetzt hier ein bisschen auf Kurs bleiben. Nicht wieder nach unten, 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 nicht wieder von vorne. Ich will nicht. Zu lange Pausen, zu lange Pausen, zu lange Pausen, zu lange Pausen. Nicht runterfahren. Ich verschwende jede Zeit. Nein, 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 nein. Da habe ich wenig Bock drauf. Nur so kommen wir aber weiter. Ich bin zu blöd dafür. Und es langweilt euch. Mit Gang mitgefangen, da müsst ihr jetzt durch. Mach eine kleine Trinkpause. Ach, leck mich doch. Wie lange wollen wir hier noch feststecken? In dem Springen geht's man's, wenn man dann noch richtig steuert hier. Der ist da wieder unten. In der Halbtraum. Und wir kommen hier auch nicht raus, bevor wir es nicht erledigt haben. Stunden später. Und sonst so, Kapi. Was läuft bei dir? Wie war dein Tag heute? Wie war dein Tag gestern? Wie war dein Mittwoch? Ich hätte ja Mittwoch schon streamen sollen. Ging halt nicht. Ich wollte euch ja noch eine Geschichte erzählen. Kann ich ja jetzt machen, da ich jetzt hier sowieso festhänge. Das werde ich ewig nicht schaffen. Zum Heulen. Ich bin vorhin ein bisschen konzentrieren muss mich auch noch. Bin vorhin mal wieder rausgegangen, um mir Mittagessen zu besorgen. Achso, und weg. Ist doch wieder festgehängt. War alles scheiße, hab nichts auf die Reihe bekommen. Aha. Okay, ja, das ist. Also wie ich gerade hier nichts auf die Reihe bekommen. Zum Kotzen. Stell mich an wie ein abgelaufener Joghurt. Was erzählen wollte. War auf dem Weg Essen holen und da hat mich ein. Hat mich mal ein Hund, da kam mir eine Frau mit einem Hund entgegen und der Hund hat mich, der hat sich gleich kläffend und zähnefletschend auf mich gestürzt. Also der hatte richtig Bock mich irgendwie, der wollte ein Stück von mir abhaben. Der hat mich fast gebissen. Dann bin ich vorhin zum Glück noch mit einem Satz
Und mit einem Satz nach vorne bin ich jetzt hier gerade so noch entkommen. Hat er mich zum Glück nicht gebissen, ist alles noch gut gegangen. Bin ich mit dem Schreck davon gekommen. Aber mein Herz ist erstmal eine Welle stehen geblieben. Mein Herz hat erstmal ausgesetzt. Habe ich erstmal so einen Schreck gekriegt. Das ist also mein armes Herz. Ich mit meiner Hundephobie. Das hat mich jetzt natürlich in meiner Hundephobie wieder verstärkt. Mein Herz ist kaputt gegangen. Dann das neue auch. Und jetzt habe ich keins mehr. Kann nicht mehr streamen und mit meinen Freunden spielen auch nicht. Och. Das tut mir leid für dich. Es ist traurig zu hören, Kapi. Und was haben wir jetzt freigeschaltet dadurch? Ich glaube, hier geht es erstmal weiter. Dann wirst du also am Sonntag auch nicht bei Among Us im Stream mit dabei sein, oder? Oder kannst du das dabei, oder kannst du da dabei sein? Sonntag ist ja Sonntag der 15. Ist ja Among Us Stream. Du nimmst das übers Handy auf, das ist ja. Vielleicht geht's ja trotzdem, vielleicht kannst du trotzdem bei Among Us dabei sein. Übers Handy geht's ja. Müsste. Ist dann halt eine schlechtere Qualität, aber. Kannst du wenigstens das noch machen? Jetzt hier mal speichern. Spiel gespeichert. Jetzt geht's hier weiter. Die Brücke ist gespickt mit Sprengstoff. Ich weiß ja nicht, Jack. Ach, das ging wohl schon hin. Gehen wir nach links oder nach rechts? Ich wollte gerade nach rechts. Doch, mein Headset ist kaputt. Das brauche ich aber für Xbox. Das ist eine Xbox. Ach du Schreck. Ja gut, wollen wir jetzt den Konsolenkrieg hier nicht nochmal mal wieder anfangen. Ja, aber über das Handy dürftest du wahrscheinlich Among Us mitmachen. Das wäre kein Problem. Aber Streaming ist dann natürlich jetzt schwierig. Ich da mal in dieselbe Falle hier. Die Brücke ist gespickt mit Sprengstoff. Ich weiß ja nichts, Jack. Geh nochmal den linken Weg. Und da rechts nicht angekommen, geh mal links. Diesen Ratten hier schon wieder. Das ist ein Rattenloch. Hier gibt es einen Krähenschnabel. So, der Turm steht uns im Weg, Jack. Ich denke, du weißt, was zu tun ist. Spreng ihn aus dem Weg. Gemacht. Aha, ich hab's schon gewusst. Ich hatte recht. Komm, machen wir Kehrt und bahnen uns den Weg nach drüben. Jetzt müssen wir den rechten Weg nehmen. Alles klar. Dann sind wir nicht auf dem rechten Weg. Bedummts. Heute ist Tag der schlechten Wortspiele. Es war doch einer. Immer gleich mal. Den Tag die 8. 200 Tode. Das ist doch. Juhu. Ich weiß nicht so richtig, ob das ein Grund zum Jubeln ist. Ach komm. Müssen wir den nochmal sprengen oder was? Ich fürchte ja.
müssen wir noch mal machen. Die gehen natürlich nach links. Das ist die Lösung. Hier müssen wir jetzt noch mal lang. Müssen wir aufpassen, dass wir immer ins Wasser springen. Lass das Rattenloch dann die Ratten zerstören. Der Zaun steht im Weg. Turm steht im Weg. Der schlechteste Spruch ist, ich habe Zwergi noch nicht abonniert. Was? Du hast Zwergi noch nicht abonniert. Na, dann musst du das mal dringend nachholen. Ist ja skandalös. Und das der Tatsache entspricht. Das muss aber dringend nachgeholt werden, Kapi. Das sehe ich ja hier nicht ein. Dass du noch kein Abonnent bist. Das kann ja nicht wahr sein. Das glaube ich ja kaum. Ach, verdammt. Wir waren schon fast drüben. Hier nochmal zurück. Am besten nicht ins Wasser fallen. Jack ist allergisch gegen Wasser. Hier nochmal lang. So, und hier Doppelsprung. Spiel wird gespeichert. Sehr gut, dass hier ein Savepoint ist. Du musst nicht alles wieder von vorne machen. So ein bisschen Heilung. Ein bisschen Feuer gemacht. So, wo jetzt lang? Rechts oder links? Hm. Fürchte rechts. Sniper. Vielleicht kann man den so auslösen. Den Sniper bei Quer besiegen. Wir müssen eh rüber. Kann man, glaube ich, nicht so wirklich von ferne ausschalten. Ich versuche es mal hier mit Krähe. Ich glaube, der hat ein Schutzschild drum. Das bringt ihm relativ wenig. Das bringt mir relativ wenig. Ihm bringt das schon was. Na toll. 202. Kann keine Nachrichten mehr schreiben. Wieso kannst du keine Nachrichten mehr schreiben, Kapi? Was denn jetzt passiert? Gerade eben, du hast doch gerade noch eine Nachricht geschrieben. Was jetzt passiert? Was ist los? Erklär mir das. Was ist passiert? Ach Mensch. Wieso kannst du keine Nachrichten schreiben, Kapi? Woran liegt's? Prinzipiell können wir mal durch die Stacheln durchgehen, das ist ja keine Ursache. Ein bisschen Schaden können wir nehmen.
kann halt kein Nahkampf gehen. Sniper. Jetzt mal hier rüber. Sniper im Nahkampf ausschalten. So geht's. Gab's da eine Krähenstabel? Nee. Hab ich nur gedacht, dass das hier. Ach, ist doch. Können wir dann später über Discord ein bisschen schreiben? Hier kann ich nichts mehr schreiben. Hoffentlich wird das gesendet. Wieso kannst du hier nichts mehr schreiben? Warum? Erklär es mir mal, Gabi.